So. Jetzt habe ich auch ein bisschen Beschwörkunst endlich mal dabei. Ich habe tatsächlich Leben. Ah, ich glaube, da den Trank genommen. Oh, ich habe einen Bogenschützen gegen mich. Vielleicht kriege ich ja Glück, ich habe eine Waffe gleich. Ah, nee, sieht schlecht aus. Gut, jetzt haben wir den ersten weg. Jetzt könnte es langsam besser werden, wenn ich nicht vorher drauf gehe. Oh, ach so, ich kann auch noch zwei kontrollieren. Ah! Man kann sagen, was hast du jetzt gemacht? Ah, ein Jäger, gut. Ich soll den Bogenschützen angreifen. Ah, das macht sich besser. Gut, das ist mein ersten. Und der Bogenschütze wird mit erwischt, das ist gut. Kurzer Kontrolle. Danke. Das habe ich auch gerade gebraucht. Gut, die kann ich auch gleich benutzen. Ich hoffe, jetzt wird es besser. 4. Okay, die Sledgehoffe müsste passen. Und ich kann auch mehr. 3 Stück. Mit 2 ist es auch immer kacke. 3 ist ja schon besser. Was kannst du? Sketchstufe, Regeneration des Angriffstempos ist mir nicht so wichtig gerade. Gut. Das heißt, ich kann mich auf jeden Fall ein bisschen erholen. Ich sollte vielleicht noch eine Runde drehen, in der Hoffnung, dass da nichts Schlimmeres passiert. Alles, was ich jetzt gerade dort habe, ist nicht weiter wichtig. Also unten, was ich gerade in der Leiste habe. Ich kann ja darauf hoffen, dass noch ein paar gute Sachen kommen. So, 5, 6 Löschdinger wäre nicht schlecht. Noch ein Dorf. Das werde ich in der nächsten Runde ausspielen. So, jetzt hoffe ich mal drauf, dass es jetzt gut läuft. Noch eine Buchothek, die werde ich auf jeden Fall auch ausspielen. Okay. Aber ich habe mich in der Zeit vollkommen erholt. Beschwör noch ein Skelett. Ja, sieht schlecht für euch aus und ich habe einen Jäger. Was kannst du? Maximum Skelette. Ja, die Skelettstufe ist aber auch sexy. Aber die bringt mir nicht viel. Da habe ich zwar wenig Regeneration, die passt aber schon. Aber dafür habe ich 4 Skelette. Im nächsten Loop legen wir uns mit dem Boss an. Ah, sehr gut. Ich finde Wachen echt praktisch. Das geht schon erst drauf. Haut mal den unten rechts weg. Der heilt sich einfach nur. Lass das bitte. Ah, nee.
Ah, das ist mies, wenn ich abbremsen. Was ist denn da gerade passiert? War das Klingeln in Ordnung? Nicht fertig. Kann nach dem Tod als... Achso, okay. Knochen gelangt zu tun, wegen Schaden des Fernkämpfer und Meisterkämpfer. Füllt die Angriffsleiste nach jedem Fall... Achso, okay. Guter Wächter. Oh, was bringst du? Aber nicht eine Skelettstufe. Ah ja, das doch. Hätte ich vielleicht noch gebraucht. Gut. Ich muss sagen, hier ist der Armbrustschütze sehr nützlich. Was kannst du so? Ah, da finde ich auch Beschwörkunst. Ach ne, Moment, ich kriege das Skelettstufe dazu. Der Gegner hat so, ich verliere Beschwörkunst sehr viel. Aber ich bin die ganze Zeit auf 25%. So, fangen wir doch mal an. Was kann ich hier unten noch alles schön platzieren? Noch ein Schlachtfeld? Will ich das? Eigentlich nicht. Ich hab's befürchtet. Hier hat er schon mal nichts platziert. Wie viel hat er jetzt? Sind plus 3 geworden. Das ist okay. Was passiert eigentlich, wenn ich Vampirschloss hier dran packe? Okay, einfach nur nichts. Hätte mich das einfach nur interessiert. Hätte auch was super Tolles werden können. Oder was super Schlimmes eher. Ich sehe gerade, ich habe meine Buchothek verloren. So, was kannst du denn Feines? Maximum Skelette, aber keine Beschwörkunst. Die Beschwörkunst brauche ich. Kann, dass man ihm nicht sagen kann, er soll keine Tränke nehmen oder so. Oder irgend sowas in der Art. Dass man wirklich gar nicht eingreifen kann, ist blöd. Die Ghule kommen anscheinend nicht zum Angriff. Brauche viel, viel mehr Skelettstufen. Ich könnte noch ein Level abkriegen bis zum Ende.
Mit ein bisschen Glück zumindest. Nee. Na, ah, ganz knapp vorbei. Krieg ich ein Buch? Krieg ich ein Dorf? Oder ein paar vergessenen Karten? Das Level-Up könnte mir tatsächlich mehr bringen als alles andere. Oh, ein Friedhof. Von mir aus. Dickisch ist auch nicht schlecht. Ich muss auch mal ausprobieren, was passiert, wenn ich das Vampirschloss wieder entferne von dem Dorf. Vielleicht wird da ja noch was viel, viel Schlimmeres draus. So, das da hinten hier muss weg. Oh, bin ich gleich geheilt. Oh, warte mal, was kannst du denn? Plus 4. Und Beschwörkunst. Ja, sowas habe ich doch gesucht. Okay, ich krieg jetzt noch ein Level Up auf jeden Fall. Denke ich zumindest, wenn es nicht ganz so schlecht läuft. Ja, da unten sind Skelette, das sollte reichen. Und hier haben jetzt ja auch einen ersten Folianten dabei gegen uns. Die brauche ich. Beschwörkunst. Beschwörkunst und Ausweichen. Aber da würde ich eine Skelettstufe verlieren. Das will ich nicht. Okay, mit den Skeletten sollte es eigentlich reichen. Ja, genau, mach den da mal weg. Ja, nicht zum Angreifen kommen lassen. Wurde. Zeigstärke. Okay, morgens. Oh, es macht sie platt. Oh, warte mal, Level 7. Skelettstufe nochmal um 1 erhöht. Muss ich machen. Verteidigung bringt mir herzlich wenig, ich weiß, aber... gegen den Nekromanten. Okay. Ich muss jetzt erstmal nehmen, wie es kommt. Braucht die Geschwindigkeit bis 68. Das Gute ist, ich bin so ziemlich voll. Ach, die habe ich direkt gekriegt. Ja, mach meine Skelette fertig. Damit komme ich klar. Okay, zwei Superringe.
Ist schon mal besser als der. Skelettstufe habe ich fast 7. Ich dachte auch mal Pfeife. Bin ich zwar wieder eine niedriger, aber ansonsten gar nicht schlecht. Hohe Beschwörkunst halt. 56. Naja, es ist normale Beschwörkunst eher. Aber gestärkte Skelette sind halt vorteilhaft. Da fällt mir gerade ein, was hast du denn hier? Regeneration und Skelettstufe. Naja, aber keine maximale Skelette. Ich will halt wirklich mal einen richtig hohen Level erreichen. Aber ich habe wieder bloß noch 3. 3 sind noch okay. Und dann stelle ich wahrscheinlich gleich wieder fest, 3 sind nicht okay. Wiese ist an der Stelle okay. Dann kann man mit endlich feststellen, Wiese ist an der Stelle nicht okay. Ich werde eh noch was hinbauen. Wahrscheinlich noch mal eine Bibliothek. Ah, wenn ich geblockt werde, ist das nicht so cool. Ah, guck mal, ich habe so ein Ding fertig. Kugel der Einheit. So. Okay, verzicht mal drauf. Ich weiß es noch nicht. Ausweich mit 18%. Das behalten wir mal so ein bisschen im Hinterkopf. Nicht selbst angreifen, das ist das Schlimmste, was du aber hier machen kannst gegen die. Dann schlag auf den Vampir ein. Genau, danke. Ja, die hauen halt rein, die Dinger. Was hat denn jetzt hier 32? Ah ja. Und die Stacheln. Gut. Danke. Oh, ich habe einen Trank gebraucht. Ja.
Hier kommt später noch eine Buchothek hin. Nein, greift den Bogenschützen an. Okay, so ist auch okay. Er muss nur, der Bogenschütze muss nur beschäftigt werden, egal von wem. Das kann ruhig der sein, der am wenigsten Schaden macht. Dann ist er so lange erstmal gebunden. So, ich will das jetzt wissen. Ändert sich ja dran was? Ne, die bleiben einfach nur Land des Grafen. Von mir aus. Es hätte wirklich sein können, dass sich dadurch irgendwas ändert. Ich höre mal kurz auf. Langsam wird das ein bisschen schlimm. Und ich will noch nicht gegen den nächsten Boss kämpfen. Halt, warte, wo war die? Nochmal Skelettstufe plus 1,35. Weniger Regeneration, da haben wir Beschwörkunst. Aber ich brauche eigentlich so einen passiven Skill für Beschwörkunst, bräuchte man noch. Was man nicht alles braucht, nicht wahr? Was ich nicht alles brauche, wohl eher. Schade. Vielleicht habe ich hier irgendwann Glück. Ah, ich habe was gekriegt. Eine Zeitscherbe. Gut. Ach Mist, hier sind ja noch Banditen. Gutes Essen. Skelettstufe ist gleich. Und ich habe Maximum Skill dabei. Mit Vieren kann ich auf jeden Fall besser arbeiten. Warum steht euer Fernkämpfer vorne? Das ergibt sowas von keinen Sinn. So, wenn wir durch sind. Warum wird der jetzt getriggert? Wahrscheinlich passiert das auch passiv immer, wenn man weitergeht. Okay. Kommt das nächste Runde, das ist noch okay. Da habe ich genug Zeit, nochmal ein Level up zu bekommen. Meine Skelettstufe muss eigentlich noch ein bisschen steigen. Level 9. Das sind aber 5. Das ist eine Steigerung. Das heißt, mein Skelett ist stärker. Und noch eine Buchothek. Die bauen wir wohin? Bereich. Hierhin. Da habe ich nämlich den Bereich hier noch. Oh, tatsächlich, ich bin noch 5. Ist sogar unbewusst passiert. Hilfe, okay.
Okay, wie kommt man mit dem Geist, kommt man schon klar. Angriffstempo plus 100%. Nein, greift der Vampir bitte an. Huch. Ja, eigentlich schon fast egal. Gott, nervt du mich. Wie schnell greift der an? Ach komm, der ist eigentlich gar nicht so schnell. Nein, die Ohrmaterie. Wie schade hat die denn? Mach die kaputt, Mensch! Oh. Sanddünen, ja, die brauche ich bestimmt nicht. Laterne. Ne, das passt eigentlich. Könnt ihr eine Vampirschwester erschaffen? Diese scheiß Ohrmaterie macht mir echt Angst. 100% Chance, den Helden garantiert zu töten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Seltenes Buch? Plus ein Verteidigung für jede Karte auf der Hand. Effekt ist nicht stapelbar. Aha. Wahrscheinlich für die Sachen hier. Ich krieg gleich noch ein Level up. Ah, gut, eine Wache. Die verschafft einem immer die Zeit, die man braucht, um weiterzukommen. Bodenlose Flasche, bitte. Wird mir in Krisenzeiten auf jeden Fall helfen. Obwohl das kein Skill ist, den ich bevorzuge. Mehr von diesen Dörfern, bitte. Na, Laternen braucht man echt nicht.